Nächste Frage hat der Reitschuster. Jetzt habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster, der das Statistische auf das Statistische Bundesamt verweist zum Thema Übersterblichkeit und konstatiert, dass es im September eine erhebliche Übersterblichkeit gegeben habe in Deutschland und fragt, wie die Bundesregierung dieses erklärt. Also es ist so, dass Statistiken zu Übersterblichkeit sich nicht zeitnah interpretieren lassen. Dafür fehlen die Vergleichsdaten und die Zahl der Corona-Toten ist deutlich zurückgegangen. Das ist auch eine sehr gute Entwicklung. Gut, ich glaube, das Thema können wir jetzt verlassen. Herr Seibert, ich habe noch eine Frage, die weist nach Griechenland von der Kollegin Anastasopoulou. Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen, von der Deutschen Welle. Die fragt nämlich, ob der Besuch von Frau Merkel in Athen auf Einladung von Premierminister Mitsotakis, ob Sie das bestätigen können. Vielleicht bin ich zu kritisch, vielleicht bin ich intellektuell überfordert, aber für mich ist diese Antwort keine Antwort. Zum einen habe ich ja eine Vergleichszahl aufgeführt, also eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr, und dann sagt man mir, dass man ohne Vergleichszahlen nichts beurteilen könne. Da ist wahrscheinlich etwas anderes gemeint. Ich ahne auch, was anderes gemeint sein könnte, aber es ist extrem ungenau. Und das mit dem zeitlichen Bezug, da bin ich einverstanden, da wird man wohl warten müssen, weil so ein kurzfristiger Ausreiser, der ist per se noch nicht unbedingt aussagekräftig. Aber dass da nicht weiter darauf eingegangen wird, das verstehe ich nicht. Und vor allem der Hinweis, die Corona-Zahlen seien gesunken. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, beziehungsweise ein Leser hat mir das geschickt. Und in den letzten Monaten hatten wir viel höhere Zahl von Corona-Toten als im Vorjahr, obwohl ja jetzt zu viele geimpft sind. Erschließt sich mir nicht. Aber ich habe um ein Feedback von Zuschauern zu meiner BPK-Berichterstattung gebeten und die sagten, manchmal ist es zu langarmig. Deshalb langatmig. Und deshalb versuche ich heute, mich für meine Verhältnisse kurz zu fassen. Deshalb jetzt gleich die zweite Frage. Voilà! Jetzt habe ich zu dem Thema Corona und Gesundheit Fragen noch von Herrn Reitschuster. Er zitiert eine Umfrage unter Chef- und Oberärzten, nach der jedes dritte bis fünfte Intensivbett aktuell wegen Personalmangels gesperrt sei. Er stuft die Versuche der Bundesregierung als wenig erfolgreich ein, den Personalmangel zu bekämpfen, und fragt, warum das so ist. Also zum Thema Pflege in Krankenhäusern hat sich unter anderem Herr Spahn letzte Woche beim Pflegetag geäußert. Es ist so, dass wir viele Punkte auf den Weg gebracht haben, auch mehr Personal in der Pflege im Krankenhaus, und es uns und dass die Entwicklung da auch weiter beobachtet wird. Und wir können auch sagen, dass wir auch immer mehr Menschen sehen, die sich, die eine Pflegeausbildung anfangen. Und auch bei den Löhnen haben wir viel geschafft. Die Löhne in der Pflege steigen und tragen auch da zu mehr Wertschätzung und besseren Arbeitsbedingungen bei. Und fördern natürlich auch, dass Menschen sich für diesen Beruf entscheiden und dementsprechend dann auch mehr Pflegeberufe in den Krankenhäusern besetzt werden, mehr Pflegestellen besetzt werden. All das mag ja durchaus zutreffen, aber das war nicht meine Frage. Ich fragte nicht, was macht die Bundesregierung, sondern ich fragte, warum hat das, was sie gemacht hat, keinen Effekt oder zu wenig Effekt, aber diese Frage wurde auch nicht beantwortet. Kritiker werfen mir vor, ich würde die Bundesregierung vorführen mit Fragen. Ich halte das für absurd, weil wenn die Bundesregierung hier wirklich Rede und Antwort stehen würde, so wie sie es sollte, dann könnte sie überhaupt niemand vorführen. Wenn man vorführen kann, dann muss irgendetwas da sein zum Vorführen. Dann wird auch vorgeworfen, die Fragen seien zu überraschend. Aber zum Beispiel die vorherige Frage, da war ein Artikel dazu auf meiner Seite. Und da die Regierung da ja mitliest, könnte sie sich da ja auch vorbereiten. Außerdem ging es da um Daten des Statistischen Bundesamtes, die seit vielen, vielen Tagen bekannt sind. Jetzt die nächste Frage. Ja, ich hatte eine Frage zu CureVac. Wie beurteilt denn die Bundesregierung rückblickend das Engagement bei CureVac
Und was soll mit der Beteiligung des Bundes passieren? Ich habe die Frage nicht. Also, ich möchte gerne wissen, wie beurteilt die Bundesregierung rückblickend das Engagement bei CureVac und was soll mit der Bundesbeteiligung passieren? Also es ist ja so, dass die EMA die Impfstoffe auch zulässt und wir sind froh, dass wir genug Impfstoff haben, um die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu impfen, und inwieweit das Verfahren weitergeht oder eingestellt wird bei diesem Impfstoff, müssen wir abwarten. Die Frage, vielleicht habe ich das missverständlich formuliert, die Frage bezieht sich darauf, dass der Bund sich ja finanziell engagiert hat bei der Impfstoffentwicklung von CureVac. Das ist jetzt nicht aufgegangen, deswegen wüsste ich gerne sozusagen, wie die Bundesregierung darüber denkt. Also wie am Ende das nochmal rückblickend bearbeitet wird und analysiert wird, das muss wie gesagt abgewartet werden. Und genau, dabei bleibe ich auch. Ich überlasse Ihnen die Einschätzung, ob die Frage damit beantwortet ist und vor allem, ob sie umfassend und ausfüllend beantwortet ist. Und Herr Reitschuster fragt, ein Bundespolizist berichtet, dass es keine Zurückweisung an der deutsch-polnischen Grenze im Sinne des Dublin-Abkommens gibt und faktisch alle Grenzüberschreiter aus Drittländern ins Asylverfahren kommen. Trifft das zu? Also wie Sie ja wissen, kommentieren wir Einzelfälle und Einzelaussagen an dieser Stelle grundsätzlich nicht. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die zuständigen Behörden selbstverständlich alle Maßnahmen treffen, die ihnen im Rahmen der rechtlichen Zuständigkeiten zur Verfügung stehen. Auch hier wird die Antwort wieder verweigert. Klären Sie mich auf, wenn Sie das nicht so sehen. Aber meine Frage war ja eben gerade nicht die nach einem Einzelfall, sondern generell danach, ob es keine Zurückweisungen gibt. In meinen Augen wurde die Frage nicht beantwortet. Jetzt dann noch meine letzte Frage am Montag auf der Bundespressekonferenz. Dann habe ich noch mal Herrn Reitschuster, der auf einen dreiseitigen Brief der Polizeigewerkschaften an Minister Seehofer verweist. Darin stehe, es drohe eine neue Massenzuwanderung. Schreibt Herr Reitschuster, hat der Minister den Brief bekommen und wie reagiert er? Ja, und hier hat Frau Wick recht. Wo sie recht hat, hat sie recht, weil die Frage wurde tatsächlich schon gestellt. Und da war entweder ich einen Moment unaufmerksam oder es lag am Fragesystem, dass die Frage schon vorher kam. Also hier ausdrücklich die Bestätigung, dass Frau Wick hier recht hat. Jetzt schauen wir mal an, wie die Frage vorher beantwortet wurde. Voilà. Herr Dacke. Die Frage geht ans BMI, anschließend an Belarus zur Situation an der deutsch-polnischen Grenze. Die Bundespolizeigewerkschaft fordert jetzt temporäre Grenzkontrollen. Ist das geplant? Ja, wir haben ja in den vergangenen Wochen auch zu der Thematik schon vorgetragen. Also die Situation ist allen Behörden selbstverständlich bekannt. Die Bundespolizei hat, wie Sie alle wissen, ein deutliches, erhöhtes Aufkommen an illegaler Migration festgestellt und trifft im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten die erforderlichen Maßnahmen, insbesondere im Rahmen der Schleierfahndung. Derzeit werden weitere Maßnahmen zur Verhinderung illegaler Migration abgestimmt. Und bereits letzte Woche hat der Bundesinnenminister mit seinen Behördenleitern Gespräche geführt, wie auf diese Entwicklung reagiert werden kann. Wegen der laufenden Gespräche können dazu derzeit noch keine Details bekannt gegeben werden. Der Brief der deutschen Polizeigewerkschaft ist selbstverständlich bekannt und der Innenminister wird am Mittwoch zum Thema Migration im Kabinett vortragen. Ein Argument der Polizeigewerkschaft ist auch eine Gesundheitsgefährdung der Beamten durch Corona. Haben Sie dazu Erkenntnisse, dass es schon eine Gesundheitsgefährdung der eingesetzten Beamten vor Ort gab oder gibt? Ja, ich kann dem, was ich gerade gesagt habe, eigentlich nichts hinzufügen. Der Minister wird zum Thema Migration am Mittwoch im Kabinett sprechen. Herr Husemann. Die Bundespolizeigewerkschaft hat in diesem Brief auf einen drohenden Kollaps an der deutsch-polnischen Grenze gewarnt. Teilt das BMI diese Sorge? Ja, wie ich bereits gesagt habe, ich kann den Gesprächen nicht vorgreifen. Der Brief ist bekannt und der Bundesinnenminister wird am Mittwoch umfassend zum Thema Migration im Kabinett berichten. Aber der Bundesinnenminister wird ja eine fortlaufende Lageeinschätzung vermutlich haben und die Lage bewerten. Ja, wie ich gerade gesagt habe, ich kann dem nicht vorgreifen, was der Minister am Mittwoch im Kabinett vortragen wird.
Ich habe keine weiteren Fragen mehr auf meinem Zettel. Dann gibt es noch ein anderes Thema, oder? Ja. Ans Auswärtige Amt, wie bewerten Sie die ausgesprochenen Todesurteile der Hamas im Gazastreifen? Die Antwort auf diese Frage würde ich Ihnen gerne nachreichen. Danke. Ja, und weil ich versprochen habe, es kurz zu machen, war es das schon für heute. Mehr kommt jetzt nicht mehr, zumindest nicht hier. Für die Unersättlichen habe ich im Backstage noch ein paar Szenen und die können natürlich auch die ganze BPK vom Montag auf dem Kanal reitschuster-leerzeichen.de ansehen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Vielen Dank, dass Sie reinschauen. Vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Unterstützung meine Arbeit ermöglichen, auch die Berichterstattung von der BPK. Alles Gute, auf Wiedersehen. Nächste Frage hat der Reitschuster. Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Und wie versprochen, statt eines ordinären Backstages mit Fehlern von mir oder einem Witz, hier etwas Gehaltvolleres, noch ein paar Fragen und Antworten von der Bundespressekonferenz. Danke für Ihr Interesse. Dann habe ich Fragen zum Thema Belarus-Herrenke. Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt. Ich weiß, dass die Außenminister jetzt gerade zusammensitzen. Der Außenminister hat ja vorher noch mal gesagt, dass man Druck auf Fluggesellschaften ausübt, die Migranten aus dem Irak oder aus der Türkei oder über die Türkei nach Belarus fliegt, die dann mutmaßlich abgeschoben werden in Nachbarländer. Können Sie uns da noch ein paar mehr Informationen liefern, welche Fluggesellschaften das sind und wie man auf die Druck ausüben kann? Ja, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank für die Frage, Herr Rinke. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, und ich hatte das am Freitag an dieser Stelle auch schon erwähnt, dass Belarus heute eines der Themen ist, über das die Außenminister der EU sich bei ihrem Treffen in Luxemburg unterhalten werden. Und Sie haben auch bereits darauf hingewiesen, dass der Außenminister sich gegenüber der Presse schon zu diesem Thema geäußert hat. Er hat heute Morgen vor Beginn des Treffens wie folgt sich geäußert, ich zitiere: Wir werden uns in Europa konfrontiert mit der Tatsache, dass Lukaschenko Flüchtlinge als Instrument benutzt, um Druck auf europäische Staaten auszuüben. Lukaschenko ist nichts anderes als der Chef eines staatlichen Schleuserings, und wir sind nicht länger bereit zuzusehen, dass es auch Unternehmen gibt wie Fluggesellschaften, die damit auch noch Geld verdienen, indem sie die Flüchtlinge nach Deutschland oder andere europäische Länder bringen. Und deshalb werden wir darüber reden müssen, dass das Konsequenzen hat für solche Fluggesellschaften und dass wir Sanktionen brauchen, mit denen wir klar machen können, dass wir nicht bereit sind, dieses Gebaren weiterhin zu akzeptieren. Ich glaube, aus den Worten können Sie entnehmen, dass es um Konsequenzen geht, wie der Außenminister sehr deutlich erwähnt hat. Welche das konkret sind, darüber werden die Außenminister sich heute austauschen, und dem möchte ich an dieser Stelle nicht vorgreifen. Also dürfte ich es trotzdem noch mal probieren. Also man muss ja Vorstellungen haben, was solchen Fluggesellschaften dann drohen könnte. Wären das Landerechte in der EU, die entzogen werden? Also was wären überhaupt, wie sieht der Instrumentenkasten aus? Ich muss Sie da wirklich um Verständnis bitten, Herr Rinke. Ich gehe gerne bei der nächsten Regierungspressekonferenz darauf ein, aber heute kann ich den Beratungen noch nicht vorgreifen. Herr Dacke. Gut, geht's da bei Ihnen weiter? Ja, Daniel Prager, ARD Hauptstadtstudio. Ich würde konkret zu Diesel gerne nachfragen wollen, sowohl ans BMWI als auch ans Verkehrsministerium. Soll ich gerade warten? Oder? Ja, vielen Dank. Zumal der Dieselpreis jetzt ein Rekordniveau erreicht hat, einmal ans Wirtschaftsministerium. Für welche Branchen ist das besonders problematisch und inwiefern sollte man da staatlicherseits handeln? Und ans Verkehrsministerium auch. Der Minister hat sich ja verschiedentlich geäußert zu Benzinpreisen und möglichen Deckeln. Was ist jetzt die Sicht des Verkehrsministeriums konkret auf diese gestiegenen Dieselpreise?
Würde ich beginnen zu den Benzinpreisen oder zu den Dieselpreisen. Da ist ja die angesiedelte, beim Bundeskartellamt angesiedelte Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zuständig. Also wenn die Preise in eine Höhe schießen, die in der Markttransparenz nicht mehr vertretbar sind, kann da eingegriffen werden. Rein staatlicherseits wird zumindest, was die Deckelung des Dieselpreises von unserer Seite ist, dazu nichts zu sagen. Und zu den Branchen, das kann ich Ihnen exakt jetzt auf die Branche nicht sagen, das kann ich Ihnen zuliefern. Genau, ich kann gerne ergänzen. Wie Sie ja schon richtig gesagt haben, hat der Minister deutlich gemacht, dass er die deutlich steigenden Spritpreise mit großer Sorge beobachtet. Er hat auch nochmal gesagt, dass Mobilität nicht zum Luxusgut werden darf, zumal das auch die Spaltung zwischen Stadt und Land noch weiter vorantreiben kann. Deswegen hat er an den zuständigen Bundesfinanzminister Olaf Scholz geschrieben, mit der Bitte auch für den Fall weiter steigender Energie- und Kraftstoffpreise, dass kurzfristig wirksame Maßnahmen vorbereitet werden müssen, zum Beispiel um Bürger und Unternehmen wie beispielsweise auch Handwerksbetriebe zu entlasten. Genau. Und wie auch schon gesagt, die Europäische Kommission hat das Thema ja auch ebenfalls in den Blick genommen und da verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, zum Beispiel auch durch begrenzte Absenkung von Steuern und Abgaben oder Unterstützungsmaßnahmen. Genau, und auch Frankreich und Spanien haben da schon Entlassungsmaßnahmen quasi vorbereitet bzw. reagiert. Und auch Deutschland müsse sich, so sagt der Minister, auf den weiteren Anstieg der Energiepreise vorbereiten, sodass man dann etwa beim Anstieg des Benzinpreises über die 2-Euro-Marke auch schnell handeln könne. Und eben Ziel ist es, eben Maßnahmen zu entwickeln, mit denen man kurzfristig für den Fall weiter steil steigender Energie- und Kraftstoffpreise handeln kann. Gut, können wir das Thema wechseln? Dazu noch? Kurz eine Lernfrage. Sie haben uns jetzt endlich die Zahlen genannt, wie viele auf der Menschenrechtsliste stehen und dass die geschlossen ist. Ist die Liste der Ortskräfte auch geschlossen und wie viele stehen da drauf mit Familien? Dazu hat die Federführung ja das BMI. Insgesamt kann man, glaube ich, an dieser Stelle sagen, dass sich da die Zahl immer wieder aus unterschiedlichen Gründen, die wir an dieser Stelle schon mehrfach erwähnt haben, teilweise immer wieder verändert. Insgesamt, Frau Wicke, möchten Sie sagen, wie es aussieht mit den Zahlen? Ja, genau. Also wie Frau Sasse gerade schon angedeutet hat, ist die Ortskräfteliste nicht abgeschlossen. Und im Gegensatz zu früheren Annahmen, dass sich bei den Ortskräften um rund 70.000 Personen handeln könnte, gehen wir von 4.300 Personen mit ihren Kernfamilien circa 18.000 Personen aus. Woher kommt dieses Delta? Bitte, Entschuldigung? Woher kommt dieses Delta, wenn Sie angenommen hatten, dass irgendwie 70.000, jetzt sind es doch nur 18.000? Ja, wie Sie wissen, müssen ja Ortskräfte sich bei ihren jeweiligen Ressorts melden und sich als Ortskraft melden und als gefährdet ansehen. Und wir gehen von den gemeldeten Gefährdungsanzeigen der Ortskräfte aus. Gibt es dazu weitere Fragen? Herr Jessen? Ja, hat Ihr Haus eine Haltung zu der Einigung in Berlin mit Vivantes und der Charité nach dem wochenlangen Pflegerstreik? Das Ergebnis ist ja eigentlich nicht mehr Geld, aber mehr Freizeit. Ist das der richtige Weg? Also hier geht es ja speziell um Berliner Krankenhäuser und zum Beispiel das Pflegepersonalstärkungsgesetz war ein wichtiger Schritt, um die Pflege und Betreuung der Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern. Außerdem hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung gesetzlich vorgegeben, ein modernes Personalbemessungsinstrument für die Krankenhauspflege bis Ende 2024 zu entwickeln. Und er folgt damit einem gemeinsamen Vorschlag der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Verdi, dem Deutschen Pflegerat und dem GKV-Spitzenverband. Und ich kann mich erinnern, dass wir letzte Woche auch dazu nachgereicht haben. Die Kernfrage ist ja, da Berlin auch von anderen sehr stark beachtet wird und das Argument für die Mangelsituation in der Pflege immer war unzureichende Entlohnung, ob dann eine Vereinbarung, die sagt, es gibt tatsächlich nicht wesentlich mehr Geld, sondern eher mehr Freizeit,
ob das geeignet ist, diesem Mangel zu helfen. Das ist ja eine grundsätzliche Frage. Auch dazu hat sich der Minister letzte Woche beim Pflegetag geäußert. Und ich kann mich nur wiederholen, die Löhne in der Pflege steigen und tragen auch zu mehr Wertschätzung bei. Und die Pflegekräfte müssen nun auch mit den Tarifpartnern verhandeln, inwieweit die Löhne auch gestiegen werden, steigen können.